Seit ein paar Jahren benutze ich jetzt den Krinner Comfort M, den Weihnachtsbaumständer. Und ich dachte mir, dieses Jahr, jetzt, bevor ich den Baum gerade geholt, aufgebaut habe, möchte ich euch den mal zeigen. Wie gesagt, Größe M. Wir sehen das nämlich hier unten auch auf der Unterseite des Kartons. Den gibt es in S, M, L, XL und XXL. Je nachdem, wie groß der Baum bei euch ist. Ich nehme ja eigentlich immer so einen kleinen, so 1,60 m bis 1,80 m in dem Bereich. Dementsprechend, der geht bis 2,5 Meter hier in der Größe M, Durchmesser vom Stamm bis 12 Zentimeter, 3,5 Liter Wasser werden eingefüllt und das Teil selber hat einen 36 cm Durchmesser. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und zeige euch jetzt das Ganze, wie das Ganze funktioniert. So sieht das Teil erstmal aus, auch so im Handvergleich. Wenn man gerade gehört, 36 cm, sieht auch schick aus, dunkelgrün gehalten. Hier so eine goldene Linie. Man sieht nachher eh nicht so viel von dem Ständer, aber manche Leute gehen auch hin und stellen das Teil nochmal irgendwie auf eine kleine Erhöhung oder einen kleinen Tisch oder ähnliches. Dann sieht es auf jeden Fall schick aus. Von der Funktionsweise. Wenn der oben ist, dieser Schalter hier, ist der auf grün und kann bedient werden. Heißt, wir können enger stellen oder aber andersrum und wir öffnen. Das Ganze funktioniert über ein Einseilzugsystem, das jetzt hier dann quasi gespannt wird. Und das ist echt eine Top-Verarbeitung, funktioniert optimal. Und wenn jetzt irgendwie kleine Kinder oder Hund oder sonst was rumläuft, geht man hin und macht den nachher nach unten, sodass der nämlich hier einhakt. Das ist halt wichtig, sodass jetzt nichts mehr passieren kann. Nachspannen könnte man quasi, aber ist ja gleich der Baum drin und dann passiert halt nichts. Zugleich, wenn man gerade gehört, 3,5 Liter Wasser, die werden ja auch noch eingefüllt, sodass der Baum definitiv eine längere Lebensdauer hat, als wenn der einfach nur trocken steht. Weil klar, der braucht ja auch Wasser. Also gehen wir hin und öffnen uns jetzt dementsprechend hier den Haken. Zack, zack, zack. So, das ist schon ein bisschen viel. Ich habe jetzt gerade auch gemessen, der Stamm hier hat irgendwie sowas um die 8 bis 10 Zentimeter. Dementsprechend kann man jetzt hier mal genau gucken, okay, das passt, sodass wir den gleich einsetzen können. Natürlich lassen wir das Netz noch dran. Das ist so der Tipp, den man unbedingt beherzigen sollte, bevor man den Baum aufmacht. Sollte man nämlich erst einsetzen, weil sonst kommst du nicht mehr gut dran. Okay, dafür also gehen wir hin und schneiden jetzt hier unten erstmal ein Teil auf. Und danach kommt das Einsetzen. Zack. Und da hilft es, wenn euch jemand hingeht und das Ganze ein bisschen ausrichtet, weil von selber sieht man das meist nicht ganz so gut, ob er dann gerade oder nicht ausgerichtet ist. Und jetzt hier, so, mal gucken, ob wir den jetzt direkt beim ersten gerade hinkriegen. Man hat halt richtig Power, zieht ordentlich an, ist schon mal fest, aber der steht krumm, wie ich gerade sehe. Den muss ich noch mal ein bisschen ausrichten. Noch einen wichtigen Part, den habe ich jetzt gerade unterbewusst quasi gemacht. Der hat auch so eine Art Dorn hier unten in der Mitte, sodass der sich, man muss hier hingehen, und den so ein bisschen reinhämmern, sodass der sich da ordentlich festsetzt. So, versuchen wir den jetzt nochmal. Ich glaube jetzt, ja, jetzt ist besser. Jetzt haben wir ihn schön gerade ausgerichtet. Perfekt. Als nächstes, wie gesagt, das Wasser einfüllen. Deswegen auf jeden Fall den Baum vorher nicht auseinander machen, sondern erst einfüllen. Legt euch ein Tuch hin, ein bisschen geht immer daneben. Zack. Wunderbar, und da sieht man das. Jetzt hat er hier gute 3 Liter Wasser und ist erstmal über die nächste Zeit versorgt und natürlich auch immer wieder kontrollieren, ein bisschen nachfüllen. Den Wasserfüllstand sieht man auch, indem dann hier dieser kleine Schwimmer ein bisschen nach oben geht. Ja, als nächstes gehen wir dann hin und nehmen den hier ab und der wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen nadeln, je nachdem, was man da für einen Baum hat, mehr oder weniger. Oh ja, ich denke, da haben wir ein ganz schönes Exemplar dieses Jahr. Ja, und ich denke, da kann man auch ganz gut sehen, das Ding steht halt wirklich sehr, sehr stabil. Also falls jetzt mal hier irgendwie der Hund gegenkommt oder ähnliches, da bewegt sich das Teil, klar, ein paar Nadeln fallen. Aber ansonsten, der Baum, ne, wenn man hier ein bisschen dran wackelt, der steht halt wirklich super. Sehr geiler Ständer. Das, was ihr natürlich machen müsst, wie am Anfang ja gezeigt, hier auf jeden Fall die Sicherung rein, sodass hier nichts mehr passieren kann und irgendjemand dran geht. Und geschmückt fertig sieht das Ganze so aus. Und damit wünsche ich allen ein frohes Fest. Und verlinkt ist der Christbaumständer natürlich unterhalb des Videos.